Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und zwar heute mit dem T55A, also so gesehen fast deutscher Stahl, weil er ist ja in der DDR zum Einsatz gekommen, wie man hier auch anhand des Emblems sieht. Und wir schauen gleich mal, wo er sich hier auf Live Oaks bewegt. Er ist hier mit seinem 9er Low Tier. Zumindest mal nicht Top-Tier, das kann man ganz klar sagen. Also mit seinem 9er hier ins 10er-Gefecht gerutscht. Und er schreibt sogar lustigerweise am Anfang, why always Tier 10? Aber mal schauen, ob er da nicht doch was Vernünftiges draus machen kann. Auf jeden Fall, man sieht schon mal sein Team hier gleich sehr aggressiv. Fährt hier direkt gleich, gibt Gas, um da die Schienen zu erobern. Da Objekt 140, T55 Light, T62A hier unten mit dem Objekt 907. Also da ist schon was geboten und der fährt jetzt natürlich auf das... Oh, da hat aber mal der T62 mal dem Objekt ordentlich eingeheizt. Eingeheizt trifft es ganz gut. Er hat selber gerade den Benzintank vom 907er angezündet, aber dank automatischen Feuerlöscher könnte der 907 da Schlimmstes erstmal erwehren, aber wurde dann doch zerstört durch den 121er. Jetzt der T62A ist auch gleich weg mit noch 11 HP und auch der hat das Zeitliche gesegnet. Ja, geht gut los, würde ich mal sagen. Also da als Gegner da unten so unter diese Brücke so zu fahren, wenn da schon so viel ist, ist natürlich eher ein bisschen, ja, schwierig, würde ich mal so sagen. Und jetzt wollen sie sich scheinbar hier zu dritt um den T54 und um das Objekt kümmern. Da prallt schon einer am Objekt ab. Er kommt hier seitlich auf den Turm und da steht nochmal ein Objekt. Jetzt kommt die Lorraine rein und die geht aber mal Vollgas. Er kettet jetzt das Objekt. Gar nicht doof, weil jetzt hat er nämlich mit seiner Gun Depression zu kämpfen. Das Objekt kann da nämlich gar nicht mehr so viel machen. Und nochmal getrackt. Also dieses Objekt hier ist fast so gut wie aus dem Spiel genommen. Wenn einem das einmal passiert und der andere, der Gegner so ein bisschen hier drauf achtet, dann hat man da ein schweres Los. Jetzt muss er auf jeden Fall nach vorne, weil hinter ihm T54, T57, E75 und von vorne ist auch noch einiges. Alter Verwalter, ist hier viel ein Gegner. So, jetzt auf den T57 Heavy. E75. Ja, das musste erstmal machen. So, er schießt weiter auf den T57, lässt den E75 da mal ein bisschen brach liegen. Trifft jetzt. Der T57 hat also nachgeladen, wird jetzt rausgenommen, sehr gut. Und nun kann er selber auf den E75 spielen. Sehr schön, also wirklich tolles Gefecht. Jetzt der Waffenträger, ein 600er Hit auf ihn. Der ist extrem unangenehm gewesen. Dementsprechend hier gleich mal wieder ein bisschen wegkommen davon. Der nächste Hit ist nämlich der Killshot. So, und da jetzt der T30 kettet er hier auch direkt mal. Jetzt dreht er die Kanone auf ihn, aber einen Schuss kriegt er noch definitiv entspannt raus. Jetzt schauen, wo der T30 natürlich hinaimt. Achtet immer noch auf ihn, aber versucht hier mit einem schnellen Autoshot da zu treffen, aber er konnte es nicht. Dementsprechend musste das der AMX-30 machen. T54 Light Objekt, 140 da drüben noch. Wahnsinns-Action, hat mir unglaublich gut hierher, bisher hier gefallen. So, jetzt der Light, der jetzt rausgenommen worden ist. 4782 Schaden aktuell auf der Uhr, da ist der Waffenträger. Auto-Aim und jetzt hinter dem Wrack verstecken. Ne, doch nicht, er fährt hier weiter. Er muss hier echt aufpassen, der Waffenträger, der macht natürlich ganz schön Bambule. Aber keine Ahnung, was der jetzt vorhat. Jetzt
fahrt er da unten eher in die Senke, dass er noch besser beschossen werden kann. Ja, da kann man einfach an Helm schießen. Das hat er auf ihn geschaut und da AMX-30 in bester Abstaubermanier nimmt er auch ihn raus. Also AMX-30 kriegt hier die leichten Kills gefühlt. 5000 Schaden, ein Kill. Arme Kerli. Der E4 da unten im Wasser. Da ist er wieder. Der ist sogar noch voll. Jetzt nicht mehr. Und wieder offen. Deswegen weiter, weiter, weiter. Na, kriegt er endlich... Ja, er kriegt endlich mal einen Kill. So, zwei Gegner gibt's noch. Vielleicht kriegt er ihn auch einen dritten. Kids wake up. Public broken. So, da drüben stehen sie auch schon Spalier und warten sozusagen auf ihren Tod, der Jagdpanzer und der M103. Ja, der Jagdpanzer, der ist deutlich reduziert. Er schreibt auch lustigerweise im Chat Ace Maybe und ja, natürlich ist das das Panzer Ass gewesen. So, da jetzt schön hinten drauf. Der AMX ist immer in seiner Nähe. So, jetzt hat er mal wieder keinen Kill bekommen. Aber diesmal hat ihn der Jagdpanzer geholt. So, jetzt wartet und hofft, dass der Jagdpanzer ein bisschen hinterkommt. Oh, er sieht ganz wenig. Schwieriger Schuss. Und er nimmt den raus. Ja, das war's. T55A hat gemacht 6182 Schaden. Und das in 6 Minuten 56. Eine schöne Aktion von mit den mittleren Panzern. Und er ganz besonders. Also ich hoffe, euch hat auch diese Runde gefallen. Dementsprechend, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.